Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und wir sind immer noch bei der Aschenkreuzung hier unten in den lodernden Tiefen. Ich war aber mal ganz kurz in der 21. Halle, um das Inventar ein klein wenig frei zu machen. Ja, wie gesagt, auch das Zeugs, was ich so hatte, einzusammeln. Allgemein werden wir auch on-screen, also sprich in der Aufnahme demnächst wahrscheinlich zur 21. Halle zurückkehren, um ja Kapitel 5 ins Feuer abzugeben. Allerdings haben wir vorher noch ein bisschen was zu tun, nämlich Steine auf Altären ablegen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Gucken wir mal, wo ich hier wie lang komme. Ich habe nämlich keinen blassen Duhunst. Ja, hier schon mal nicht. Es ist wie immer verwirrend in Moria. Das kennt man ja. Also, wir sind wieder bei der Aschenkreuzung. Gucken wir mal, ob wir da irgendwo irgendwie vernünftig runterkommen. Ich muss wahrscheinlich hier dann hier rüber und dann links und rechts mal kurz abbiegen. Ja, das kriegt man schon hin. Bin da zuversichtlich. Aber natürlich muss ich auch mein Inventar wieder zumüllen. Das ist ganz wichtig, vor allem hier mit hier Schatullen der Weisen. Ja, wo soll ich die sonst herbekommen, ne? Irgendwer muss das Zeug doch sammeln. Wenn es nicht Bolzeniel tut, wer soll es dann tun? So, kurz mal gucken. Na, weißt du was, dann können wir gleich hier in die Richtung. Ich wollte eigentlich zwar erst die Linken abarbeiten, aber der geht auch. Dann komm mal her, du Bogenschütze. Du nervst eh gleich. Das können wir ganz schnell ändern, indem wir dich hier mal kurz anpupsen. So. Wunderbar. Einmal platzieren. Sehr schön. Und weiter geht's. Hui, danach. Links, rechts, unten, oben. Ich muss jetzt nur gucken, wo es lang geht. Wahrscheinlich erst mal hoch wieder. Und dann links rum. Würde ich meinen. Aschenkreuzung, jawohl. Genau. Hier lang. Und jetzt gucken. Da kommen wir ja links und rechts runter. Das sollte also Hust passen. So. Also hier entlang. Hier entlang. Ich hoffe, dass da oben. Ja, es ist Boden. Da ist eine Reichhardleger vor Ort von irgendwas. Der rennt mir ein Kriegerlein hinterher. Der ist oben, ne? Oh, toll. Gut, gehen wir wieder rauf. Weil hier unten ist offensichtlich kein Altar. Dann müssen wir eben ein bisschen rauf und dann nochmal um die Ecke. Und dann, ja, wir finden ihn schon. Aber auch lang nicht passiert, dass mich jemand vom Tierchen geschmissen hat. So eine Frechheit, dass der das überhaupt macht hier. So was. Aber wer sind wir, dass wir das nicht unterbinden? Nö, 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 nicht mit mir. So. Wir haben nicht mal mehr eine. Gerade, wir haben sogar die Tat für die abgeschlossen. Oder hatten wir da gar keine? Das kann auch sein. Aber ich dachte, wir hätten schon eine. Naja, gut, wir haben ja auch genug Orks verklopft. Da kann das durchaus sein. Jetzt muss ich mal hier hochspringen. Sonst klappt das nicht. Also. Tor der sieben Väter. Ich hupf mal so. Denn da hinten haben wir schon das, was wir brauchen. Mit ein bisschen Glück. Ja, jetzt sitzt das von alleine ab, Mensch. So, okay. Mit ein bisschen Glück brauche ich auch niemanden ansprechen. Hier drüben habe ich eine Schatulle der Weisen und hier noch eine. Ich glaube, die werde ich mitnehmen. Aus welchen Gründen auch immer. Nachdem ich den Typen hier platt gemacht habe. Ja. Das muss natürlich auch sein. Und wie gesagt, so viel wie ich gesammelt habe, kann ich dann bei Gelegenheit mal, muss ich dann nur mal ein bisschen was herstellen. Dann kann ich vielleicht auch mal wieder ein paar Rollen verwenden. In dem Moment hauen wir dann die Leute natürlich schneller um. Das ist auch wieder gut. Ja. So. Und es geht schneller voran. So, momentan kann ich mich ja nicht beschweren, brauche ich ja nicht mal großartig essen. Also, dafür, da kann man echt sagen, wir kommen gut durch. Ja, kann mich nicht beschweren. Trotz, dass wir halt einzeln unterwegs sind. So, nun gut. Diesmal müssen wir aber wahrscheinlich runtergehen. Drüben auf der anderen. Beziehungsweise nein, da drüben ist der Altar schon. Ah, okay. Hab mich geirrt. Ich muss gar nicht runter. Ich muss nur hier hin. Mache einen Altar an. So. Irgendwas drauf platziert, was auch immer das ist. Das war's schon. Sprecht mit dem Guschel-Guddi-Dulidi an der Aschenkreuzung. War da nicht noch ein paar mehr? Ja, gut, okay, wenn du sagst, das war's, dann. Wer bin ich? Dass die Stufe da nicht richtig funktioniert, dass du da springen musst, ist voll. Das war ja jetzt gerade dumm ausgehen hätte können. Hätte dumm ausgehen können, wenn Deutsch gut ist. So. Die Dinger lasse ich jetzt mal stehen. Ich will jetzt abgeben gehen.
Genau. Okay. An der Kreuzung. Hallo, Goodie. Es ist an der Zeit, die Orks aus unserem Königreich zu vertreiben. Wir haben nicht viel Zeit für eine Unterhaltung. Wichtige Ereignisse haben ihren Anfang genommen. Ganz genau, nämlich, oh, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der neue Runenstein. Wir hatten nämlich einen neuen Runenstein, den habe ich installiert und einen anderen dafür weggewurstet. Und ich muss irgendwas neu schmieden. Na, ganz toll. Aber das können wir gleich erledigen. Ich bin ja eh gerade hier. Funke des Schreibers, laden wir den erstmal hoch. Und dann muss ich einen neu schmieden. Dazu gehen wir mal nach... absetzen. So. Dazu gehen wir mal nach... Ist mich verarschen, gerade ging es da noch. Geht das deswegen nicht? Zorn der Erstgeborenen? Kann eigentlich nicht sein. Dann gehen wir mal dahin. Die geht. Okay, das ist okay. So, wir gehen also hier hin. Und war auch der richtige Weg. Und da oben ist ja schon Reliktmeisterlein. Nee, nicht den. Den hier. So. Neuschmieden. Auswählen. Ist eigentlich Wurst. Komm. So. Weil den werden wir nicht verwenden. Den neuen eventuell. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So. Quatsch. Wir wollen zur Aschenkreuzung zurück. Okay. War ein kurzer Ausflug. Und hat uns auch durchaus was genutzt. Jetzt müssen wir unter die Brücke. Unten drunter, ne? Unten drunter geht es hier irgendwie unten runter, ohne dass ich sterbe. Nö. Mist. Na gut, dann müssen wir den längeren Weg gehen, außenrum. Es zählt nichts. Es zählt nichts. Da hinten ist ein Runtergang. Das heißt, diesen werden wir nehmen. Läuft der schon immer hier rum? Naja, in jedem Fall läuft er nicht mehr lange. Lululululu. So. Können wir mal eine Heilung reinhauen. Ein bisschen Schilde. Einmal so. In dem hauen wir ordentlich was an DMG rein. Ja, wir kommen gut durch. Kann man sich echt nicht beschweren hier. Nochmal anfassen. Und nochmal einfrieren. Und schon ist er hin. Keine Ahnung, ob ich den jemals brauchen werde, aber ich habe den noch nie vorher gesehen, deswegen bin ich mir nicht sicher. Insofern, eine Mithril-Schuppe hat er vielleicht auch gebraucht. Und hier dieses und jenes. Ja, auf jeden Fall wieder genug, dass ich mir mein Inventar zumüllen kann. Ich freue mich. Aber andererseits muss der ja auch verhauen werden. Was willst du denn machen? Wir können ihn doch nicht einfach so hier vor der Aschenkreuzung rumlaufen lassen. Nee, nee, nee. Reichhaltige Ader kann ich nicht sammeln. Gut. Ihr seid unter der Brücke der Aschenkreuzung angekommen und können mit Regen sprechen, der uns Regenverkehr kehrt. Hallo, Regen. Die Orks von Moria werden für viele Dinge bezahlen müssen. So, Orks sind im Anmarsch. Ja, ja, ja. Hat er nicht gesagt, die Orks? Was ist das denn? Mhm. Wurde irgendwas geändert, von dem ich nicht weiß? Hallo, Simsa. Okay. Noch jemand? Oh, von hinten, der Hauptmann. Hauptmann von hinten. Okay, das war's. Wunderbar. Und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Klingt aber cool. Gut, da war auch statischer Stoß stand da. Statischer Stoß, das ist doch die Attacke, die ich auch mal irgendwo gelesen hatte beim... Ich weiß es nicht. Sollte ich mal vielleicht ein bisschen weiter runterziehen, dass ich die ab und zu mal mit einsetze. Ja, das wäre eine Idee. Müssen wir bei Gelegenheit mal machen. So. So, einmal hier lang. Einmal hier hinten rein. So muss das sein. Denn jetzt bin ich da und nehme sie mit.
Ja, ein bisschen was haben wir auch schon wieder gesammelt. Allein in dieser Folge bin ich doch recht zuversichtlich und recht froh darüber. Ich bin aber auch froh, wenn wir hier unten aus den lodernden Tiefen rauskommen und wieder in vernünftige Gebiete kommen. Denn... Ist noch so ein Teil? Sind wir zwei? Nee, war nur die. Okay. Denn irgendwo ist ja auch mal gut. So, hier lang. Hoffen wir mal hier die Wachen. Wenn hier Wachen sind, die kümmern sich um den. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Machen wir erstmal hier. Es ist an der Zeit, die Orks aus unserem Königreich zu verteilen. Nein, 8, 9, das da. Wir haben noch keine Spur von Durins Fluch gefunden. Seid vorsichtig, wenn ihr nach Moria reist. Eine alte Schmiede stilllegen. Interessant, was wir hier für Aufgaben kriegen. So, das nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir mal. 1, 2, 3. Hier, machen wir erstmal das hier, ne? Das geht nicht. Das geht gar nicht. Ne, sowas. So, das geht. Und das hauen wir auf Funkenklug. Okay. Gegenstandserfahrung angerechnet. Und dann sehen wir weiter. Die habe ich ja echt schon voll. Ich habe die eiserne Garnison voll. Okay, dann darf ich halt nur noch bei den anderen ein bisschen den Ruf steigern. Wobei das wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauert. Dann bin ich da auch gut. Halt, wir müssen den hier ansprechen, denn es geht jetzt los in die Schmiede von irgendwas. So, ich bin in der Schmiede, die ich hier unten sehe. Alles klar. Und muss hier... Macht die Schmiede unbrauchbar. Ja, das ist... Einmal rankacken. Und Dolpan sollen wir auch noch vernichten. Geht weg von der Schmiede, ihr werdet die Gashakai und nicht von den lodernden Tiefen und so. Du kannst mich mal... So. Ja. Und so. Ja, hier gewittert es und blitzt es. Da kannst du nichts gegen unternehmen, du. Instanzwiderstand einstellen, spricht mit Guti an der Arschenkreuzung. Das war ausnehmend einfach. So, wir haben erst einmal 20 Herr der Ringe-Punkte erhalten, Titel gewährt, Black Wächterin der Eisernen Garnison. Achso, hier unten steht ja, dass wir fertig geworden sind. Okay. Verwandte der der Eisernen Garnison. Wo ist er denn? Ich will sie mal sehen. Da, Wächter der Eisernen Garnison. Fertig. Noch einmal Gegenstandsaufstieg und zwar bei was? Der Rudenbeutel, der neue. Ich mache da auch mal Funke, Schreiber, es geht nicht. Also, weil ich noch nicht genug habe. Gut, sonst hätte ich gesagt, mache ich da auch mal ein bisschen was, aber das geht jetzt gerade nicht. Das ist okay, schon wieder haben wir was Neues gekriegt. Also diese legendären Gegenstände, so legendär gehen die hier gar nicht. Muss man echt sagen. Guck mal, schon wieder fast alles voll. Ich war erst ausleeren. Manu. So, aber jetzt erstmal. Zwerge müssen für Zwerge kämpfen. Was bekommen wir? Amrad ist quasi das letzte Teil der, dieses Sets, dieses Dreier-Sets. 48 Schicksal, Modifikator, kritische Treffer, Taktik. Ist jetzt eh nicht so, dass, nee. Hätte ich eh nicht eingesetzt, denke ich. 89 Wille ist zwar nicht schlecht. Ja, hätte man nehmen können, aber die anderen waren scheiße. Insofern ist es jetzt auch Wurst. So. Ein Dolpans Untergang oder, ja, gut. Okay, Dolpans Untergang. Wir haben noch keine Spur von Durins Fluch gefunden. Seid vorsichtig, wenn ihr nach Moria reist. Es spricht mit Swanneren Nutmelek. Wo war das denn schon wieder? Wenn ich den Treffer von Nutmelek. Naja, gut, okay, den werden wir schon finden. Zuerst einmal sind wir hier unten in den Tiefen offenbar tiefenentspannt fertig geworden. Deswegen werden wir nochmal ganz tiefenentspannt zurück zur Aschenkreuzung gehen. Dann gehe ich mal nach Semmelek. Durims Weg, 21. Halle und da unten ist wahrscheinlich in der zweiten Halle ist wahrscheinlich der Swanner. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt zu dem Swanner gehen und gucken, was der hier so meint. Halt, da unten war der Reiter. Stallmeister. Diese Hallen werden wieder in alter Pracht erstrahlen. Wie hieß denn das Ding da oben? Verdammt. Entschuldigt, Leute, ich muss nochmal kicken. So, das Teil hieß... Gar nicht, das ist irgendwie was anderes. Na gut. Andererseits, welche Quest wird mir jetzt angezeigt? Rothornadern? Dein Fundament? Ey, verbipscht. Ja, da müssen wir ja auch noch hin. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Weg. Und zwar hier unten durch zu den Rothornadern, dann zum Steinfundament durch.
Weil in den Rotornadern waren wir ja schon. Ihr wisst schon. War das die Orkwacht, die da ist, die Rotornadern? Orkwacht, genau. Dann nehmen wir die Abkürzung und gut ist. Okay, damit wäre der Weg gesetzt und ich glaube, der fetzt. Würde dann auch sagen, ich meine, wir sind jetzt bei 15 Minuten, dann können wir auch hier die Folge beenden. Ich reite inzwischen zu den Rothornadern, also zu der Orkwacht und von da werden wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis denne und tschüss!